wenigstens, dass es etwas ist, wo möglichst viele Menschen auch interessiert. Und dann habe ich gemerkt, so Bilderberg gibt es zwar einiges im Internet, wenn man so Google benutzt, aber wenn man die akademische Literatur anschaut, findet man eigentlich fast nichts. Das hat sich mittlerweile ein wenig geändert, aber auch nur ein wenig. Und dann habe ich beschlossen, dieses Thema mir genauer anzusehen. Und da bin ich natürlich auch immer wieder auf Widerstand gestoßen. Wir können gerne, wenn es jemanden interessiert, ich spare mir die James-Bond-Geschichten für heute Abend auf. Wir können gerne ein bisschen plaudern darüber, wie das konkret aussieht, wenn man sich anfängt für so Geheimgesellschaften, Geheimkonferenzen, Geheimdienste und so weiter zu interessieren, was das für mögliche Konsequenzen hat. Auf jeden Fall bin ich immer noch hier. Hoffentlich noch lange. Ich habe in der Zwischenzeit, ich sage vielleicht ganz kurz, was ich gemacht habe, und dann möchte ich auf einen Aspekt eingehen, wo mit dem Thema von dieser Tagung hier zusammenhängt, nämlich Gesundheit. Und ich habe damit angefangen, dass ich die Teilnehmerlisten aller Bilderberg-Konferenzen von 1954 bis damals war das 2014, mittlerweile 2022, ich habe die geordnet, alphabetisch, und nachher habe ich angefangen herauszufinden, wer das eigentlich war. Weil da steht einfach ein Name und vielleicht ein Land dazu. Nachher später, ab den 80er Jahren, kam noch irgendwie die berufliche Stellung. Und dann habe ich so eine biografische Datenbank erstellt. Und dann habe ich halt mit der Zeit Muster angefangen erkennen. Es sind immer wieder die gleichen Firmen, es sind immer wieder die gleichen Thinktanks und so weiter. Und es sind aber auch immer wieder die Veranstalter von anderen Konferenzen, wie zum Beispiel das WEF in Davos, was ja vielen hier ein Begriff ist sicher, aber auch eine Konferenz, die vielleicht etwas weniger breit bekannt ist, und zwar die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz. Weiß nicht, wer hat von der schon gehört? Ah, immerhin. Ich treffe immer wieder Leute, wo das noch gar kein Begriff ist. Auf jeden Fall habe ich angefangen, dasselbe, was ich mit Bilderberg gemacht habe, habe ich dann mit Münchner Sicherheitskonferenz gemacht, alle Teilnehmer angeschaut, und auch bin ich jetzt dran, mit dem WEF das genauer anzuschauen. Und dann komme ich zum eigentlichen Inhalt. Dann habe ich mir angeschaut, was war eigentlich, wo die Pandemie ausgebrochen ist im Frühling 2020. Und zwar war das am 11. März 2020, hat die WHO die Corona-Pandemie ausgerufen. Also die WHO hat entschieden, dass die Bedrohung, wo da auf uns zukommt, dass das ein globales Level erreicht hat und dass wir weltweit dagegen kämpfen müssen. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass rund 4 Wochen vorher, 14. bis 16. Februar 2020, fand die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Und dort geht es ja um Sicherheitsfragen, also jetzt nicht unbedingt um unsere Gesundheit, sondern eher darum, wie die Mächtigen sich vor uns schützen können, damit sie weiterhin an der Macht bleiben. Und seit 5 bis 10 Jahren ist ein Themenkomplex, das diese Menschen stark beschäftigt, heißt Global Health Security. Also wie schützen wir uns vor Viren und so weiter, oder komischen Menschen. Vielleicht gibt es ja Menschen, denen man nicht zu nahe kommen sollte, weil dann fängt man plötzlich anders an zu denken. Kann ja auch sein. Oder diese Plexiglasscheiben, wo verhindern, dass man sich von Auge zu Auge sehen kann, oder? Ich weiß nicht genau, vor was diese Menschen Angst haben, weil ich habe keine Angst. Ich gehe eigentlich recht positiv durchs Leben, aber diese Menschen scheinen vor irgendwas Angst zu haben. Und etwas, was sie Angst haben, hat mit Gesundheit zu tun, und sie befassen sich jetzt seit Jahren mit dem Themenkomplex Global Health Security. Da gibt es Zeitschriften, da gibt es Forschung dazu.
Und interessanterweise ist mir aufgefallen, dass an dieser Münchner Sicherheitskonferenz, das war ja schon, da war Corona ein Thema, aber es war noch nicht klar, was das ist und wie das so weitergeht. Dort waren sehr viele Menschen eingeladen, die etwas mit dem Thema zu tun haben, allerdings keine Gesundheitsminister zum Beispiel. Das habe ich recht interessant gefunden, weil ich würde denken, wenn eine Pandemie ist, dann würde ich mit dem Gesundheitsminister reden. Okay, wie ist das Gesundheitssystem? Wie können wir das Gesundheitssystem anpassen, dass es vorbereitet ist und so weiter? Aber dort waren vor allem einzelne Banker, viele Verteidigungsminister, viele Außenminister, natürlich Präsidenten, Premierminister, also eigentlich so die höchsten Funktionäre von sehr, sehr vielen Staaten auf dem ganzen Planeten. Und dann waren dort so Leute wie der Chef von der WHO, das wissen vielleicht auch nicht alle, der jetzige Chef von der WHO war früher Terrorist. Ja, ist so. So ist er zur Macht gekommen, oder? Er hat die Macht an sich gerissen als Terrorist. Und jetzt ist er plötzlich der Hüter der globalen Gesundheit. Finde ich persönlich ein bisschen merkwürdigen Karrieregang, aber da hat auch der Herr Schwab, seine Finger im Spiel gehabt, oder? Der ist zuerst ans WEF eingeladen worden, bevor er irgendetwas wurde. Und der war dort dabei und dann waren da viele Leute aus der Pharmaindustrie dabei, da waren Firmenvertreter wie Bayer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, also all die großen Firmen, die nachher mit den Impfungen sehr viel Geld gemacht haben in den letzten 2 Jahren, die waren alle mit dabei. Wie gesagt, kein einziger Gesundheitsminister und generell so niemand, wo irgendwie, es geht eigentlich nur um Macht und Geld und Sicherheit. Und ich finde das, und Gavi Allianz natürlich, die sich für Impfungen einsetzen, dass möglichst viele Menschen diese Impfung erhalten. Und ich persönlich finde das interessant, wer sich dort einen Monat bevor die Pandemie ausgerufen wurde, alles getroffen hat. Und ich bin am Untersuchen, was diese Menschen nachher in den nächsten Monaten so gemacht haben. Und ich übergebe jetzt gerne das Wort an Raphael. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.